Ja, hallo und herzlich willkommen zu WWE 2K18. Meine Karriere, und zwar sind wir nun bei Money in the Bank angelangt. Beim Pay-Per-View, wo wir das Money in the Bank Ladder Match bestreiten. Hier sehen wir auch den Pay-Per-View-Namen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal direkt erstmal zur... Wie heißt das denn genau? Was ist denn überhaupt? Das ist die Frau. Ach, Carmella. Sieht man von da gar nicht, aber gut. Jo. Dann ändern wir es gerade mal. Dann würde ich mal sagen, kurzer Cut. Bis gleich. So. Haben wir das auch gemacht. Natürlich habe ich mir den grünen ausgewählt. Passend zum Pay-Per-View. Hab jetzt auch mal zum ersten Mal so gemacht, dass ich jetzt bei jedem Pay-Per-View einfach das Logo mit reinpacke, um zu zeigen, okay, das ist ein besonderes T-Shirt, extra für den Pay-Per-View angefertigt. Würde mir zwar merchandise-mäßig nichts bringen, weil ich finde wirklich, dass es gut wäre, wenn man so eine eigene Funktion hat, wo man die Merchandise mit einbauen könnte. Aber gut, Merchandise, darauf scheißen wir mal. So, Todd Molin, was hast du zu sagen? Genau das wolltest du. Dafür hast du all das riskiert. Eine Chance auf den Hauptkampf. Geh und verdien sie dir, Mann. Gewinn dieses Match. Und das tun wir auch. Willkommen bei Money in the Bank. Shall receive. Welcome to Money in the Bank near the historic arch. We are coming to you live from St. Louis. How about that match card, huh? Stay tuned for all the action. We got one-on-one action coming your way next. We have one of our breakout talents against Dash Wilder. Let's do it. Dash Wilder vs. B. Pointe? Und das ist kein Money in the Bank Ladder Match, oder wie? Oder ist es das ein Money in the Bank Ladder Match? Ich verstehe es gar nicht. Sehen wir ja gleich. Also wenn es ein One-on-One Match ist, dann ist es ein bisschen merkwürdig. Aber das finden wir ja gleich heraus. Been helping him.
Also ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was dieses Match soll, weil, naja, wir wollen ja ins Money in the Bank Ladder Match sein und nicht, wollen jetzt kein Singles Match. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet, weil ich finde es mir gemischt, weil ich finde es, an sich sieht es cool aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu meinem Charakter passt. Also schreibt ruhig auch mal in die Kommentare, ich bin ein bisschen unschlüssig, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht überzeugt es mich euch und dann würde ich vielleicht beim nächsten Mal Money in the Bank vielleicht eine andere Farbe auswählen. Also grundsätzlich gucke ich ja, dass ich ja relativ individuell, also ich versuche zu jedem Pay-Per-View eine passende Farbe zu finden. Wenn euch die Farbe da besser gefällt oder schlechter gefällt, dann schreibt es gerne natürlich in die Kommentare. Weil ich will natürlich gerne es verbessern. Weil perfekt bin ich nicht, sind wir alle nett. Und man kann sich immer verbessern, auch in Sachen Layout-Auswahl. Von daher. Und es kann auch sein, dass es ein Match sein wird, wo wir halt, eine Chance kriegen. Wenn wir das Match gewinnen, sind wir mal in dem Ladder-Match. Könnte natürlich sein, nur verstehe ich nicht, warum wir das bei Money in the Bank machen müssen und nicht bei SmackDown, wo wir zwei Wochen lang gar kein Match hatten. Aber gut. Wir werden ja später eben mit Todd Mullin reden und dann gucken wir mal. Oder vielleicht sagt der Vince auf einmal, nö, du hast... Was ist das für eine Scheiße? So. Okay. So. Okay, komm. War blöd. Das war natürlich, sagen wir mal, schön gekontert von Dash Wilder. Aber diesen Sieg will ich ganz schnell zu Ende bringen, weil Dash Wilder ist nicht mein Maßstab. Sondern der Main Event ist der Maßstab. So. Ja, genau. Getting his attention with a vicious strike. So. A high risk maneuver in the works from that top turnbuckle. Versuchen wir mal ins Splash zu bringen, weil dann wird das gelingt. Ja, war gut. Hat nicht ganz effektiv reingehauen, wie ich eigentlich wollte, aber egal. So. Schon der Close sein. Ja, aber auch nicht perfekt. So. Come on. Jawohl. Ah, war es das schon vielleicht? Nee. Das war natürlich abzusehen. Oh, gut gemacht von Dash Wilder. Jetzt hat er ein bisschen Momentum. So. Boah, schön gemacht. Ja, fühlt es gerade wahrscheinlich. Oh, schön gemacht. Aber. So. Sollen wir es mal wagen? Wir wagen es mal, komm. Pile Driver! Weil wir dürfen nicht, falls wir geschwächt sein sollten, aber wird es dann nicht reichen, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch das Money in the Bank Ladder Match oder nicht? Weil sonst war die ganze Fehde für die Cuts. Aber wir haben uns die Chance eigentlich verdient. Und der Piledriver hat die Entscheidung gebracht. Alles klar, Michael Cole. Das wollten wir auch alle wissen von dir. Wie du dazu stehst. Irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man jetzt Corey Graves auch hört bei einem WWE-Spiel.
sehr, sehr ungewohnt, aber natürlich schön. Corey Graves, Mauro Ronaldo, Corey Graves und wir kommen als dritten, JR. Das wären noch drei geile Kommentatoren, die man auch gerne hören möchte. Hatten wir, glaube ich, sogar einmal gehabt, glaube ich, bei NXT TakeOver. Kann das sein, wo wir die drei hatten? Ich weiß nicht ganz genau. Oder auch Jim Ross und Corey Graves wäre geil. Oder Jim Ross oder Corey Graves und Mauro Ronaldo. Das wären auch ein cooles, cooles Kommentatoren-Trio. Oder Duo, eher gesagt. Aber mal sehen, was Todd Mullin zu sagen hat. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Oh, wir sollen mit ihm reden. Das ist sehr komisch. Toller Sieg da draußen. Gut zum Aufwärmen für den wichtigen Kampf. Ich bin bereit dafür. Sehe ich auch so. Mach kurz Pause und komm dann wieder. Dein erstes Money in the Bank Match fängt bald an. Alles klar. Das war tatsächlich so eine Art Number One Contenders Match. Könnt ihr mal gerade auf die Matchcard gucken. Genau, wir haben den Sieg. Und hier das Ladder Match, wo wir wahrscheinlich mit drin sein werden. Oder vielleicht sehen wir es ja gleich. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen noch gerade kurz in den Locker Room rein. Gucken wir mal, wer da noch da ist. Oh, Daniel Bryan. Komm, wir reden mal mit ihm. Irgendwie erinnerst du mich an einen Ziegenbock, den ich als Kind kannte. Weiter so. Okay. Danke, Daniel. Was sagt Shinsuke? Direkt der Blick zu mir. Hast du je darüber nachgedacht, eine Geige als Einmarschmusik zu verwenden? Ich habe festgestellt, dass das WWE-Universum das echt mag. Ich mag die Geige. Sie hat einen sehr schönen Klang, beruhigend, doch voller Kraft, stark. Wie Shinsuke Nakamura. Wie du. Ja. Alles klar, Shinsuke. Gut, dass wir jetzt auch verstanden haben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon er redet. Ist auch eigentlich relativ egal. Sollen wir mal ins Büro reinplatzen, gucken, was da ansteht. Nö, keiner da. Okay. Dann würde ich mal sagen, den wichtigen Money in the Bank Ladder Match. Mal gucken, ob wir nach hinten noch irgendjemanden großen Star treffen. Ihn auf jeden Fall nicht. Mit ihm sprechen wir nicht. Geh weiter. Becky! Becky Lynch. Okay, zu ihr gehen wir auf jeden Fall hin. Wir gehen zu Becky. Oh, Jack Gallagher sehen wir auch noch. Chris Jericho. Das Leben hier war nicht immer so angenehm. Ich musste alles auf die harte Tour lernen und härter als alle anderen arbeiten, um dorthin zu kommen, wo ich heute stehe. Hör mal, ich will dir doch nur helfen. Die McMahons haben einen Plan für jeden. Es liegt an dir, ob du dich fügst. Nein, die McMahons haben keinen Plan mit mir. Das hat man stark gemerkt. Du wirst einfach immer besser. Die Superstars sollten beim Anstehen Pepper lieber auf der Hut sein. Mich eingeschlossen. Ich halte die Augen offen. Siehst du, wie offen meine Augen sind? Ja, sehe ich. Eigentlich eher nicht. So. Reden wir mit Gentleman Jack Gallagher. Ich weiß, dass alles ziemlich neu ist für dich. Ich weiß, dass du dein Ziel im Auge hast und hart arbeitest. Du sollst dir aber trotzdem Zeit nehmen, um mit dem anderen abzuhängen. Das macht das Leben hier um so vieles einfacher und unterhaltsamer. Alles klar. Wissen wir auch Bescheid. Danke, Jack. Ja, das war unser Aufwärmmatch. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwer drin ist. Nein, hier ist keiner. Sollen wir mal im anderen Office mal gucken? Nope. Hier ist keiner.
Dann würde ich mal sagen, oh komm, wir gehen noch zu Nikki Bella. Wird eh irgendwas Kitschiges sagen zu mir, aber gut. Reden wir mal mit ihr, sie sieht gut aus. Hast du die neuesten Gerüchte gehört? Man munkelt, du könntest der neue Manager sein. Wenn du mich fragst, ich finde dich in Ordnung. Aber es ist nicht so, als hätten wir noch keinen Superstar wie dich gesehen. Du bist wie alle anderen. Ich bin der nächste Megastar. Natürlich ist mein John auch ein Megastar. Hatten wir schon mal die Info ungefähr. Deswegen habe ich das mit John nochmal erwähnt. Aber gut, ich will mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.